Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch auf Instagram nach Gerüchten gefragt und die wollte ich jetzt einfach mal hier vom Tisch räumen, beziehungsweise einfach mal so drauf reagieren, was da so für Gerüchte über mich in der Welt rumschwirren. Genau, ich hoffe, euch gefällt das Video und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich habe hier alles auf dem Handy und werde das mal vorlesen und ich habe schon durchgelesen, es sind so kranke Sachen dabei, wirklich, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann. Aber ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, ich glaube am häufigsten und ich wirklich glaube, jedes zweite Gerücht, was ihr mir geschickt habt, ist, dass meine Tochter geplant war. So, ich verweise euch da einfach mal, es tut mir leid, aber ich verweise euch da jetzt auf ein Video, ich verlinke euch das da oben. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das habe ich extra nur für dieses Thema gedreht, weil einfach so viel dazu kam. Und ich ja, einfach möchte, dass ihr euch dieses Video einmal anschaut. Dann wisst ihr alles, wisst ihr darüber Bescheid. Und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, glaube ich. Also klar, das ist alles total komisch. Und ich glaube auch, so als Zuschauer wirkt es einfach auch total komisch. Und ich würde das selber auch denken, wenn ich das irgendwo anders sehe. Also eben, dass das Kind geplant war. Aber wir wollten gerne Ende 2018 schwanger werden und sind einfach im Sommer schwanger geworden. Und wir sind jetzt oberglücklich drüber, überglücklich drüber und würden das niemals mehr ändern. Aber genau, schaut euch einfach das Video an, dann seid ihr auf dem neuesten Stand, auf dem richtigen Stand, ich weiß nicht. Ja, dann das nächste Gerücht, dass ihr überlegt habt, eure Tochter abzutreiben. Das finde ich schon wirklich krass. Also, nein. Es stand niemals im Raum, dass wir die Kleine abtreiben wollten. Also, wir wollten ja sowieso schwanger werden. Und für uns war jetzt dieses halbe Jahr einfach kein Grund, die Kleine abzutreiben. Und ich persönlich hätte sowieso durch meinen Kinderwunsch nie ein Kind abgetrieben, denke ich mal. Also nicht in meinem Alter. Damals vielleicht, so mit 15, 16 oder so, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich da abgetrieben hätte. Aber mit 18 hätte ich niemals abgetrieben. Dann das nächste Gerücht, dass Felix nicht der Vater ist, sondern du fremdgegangen bist und es ihm verheimlichst. Ja, ich weiß nicht, wie man. Also bei manchen Gerüchten denke ich mir wirklich, wie kommt man bitte darauf? Ich meine, wir haben ja noch nie über so ein Thema gesprochen, Fremdgehen. Ich habe nie irgendwie gesagt, dass ich mich mit irgendeinem anderen Typen getroffen habe in irgendeinem Video oder so. Stimmt ja auch nicht. Aber wie kommt man denn darauf? Also das verstehe ich überhaupt gar nicht, wie man denn überhaupt auf solche Sachen kommt, wenn ich sowas noch nie angesprochen habe oder so, sondern man denkt sich das ja einfach nur aus. Es ist ja einfach nur, ja, eine reine Lüge, die man sich einfach ausgedacht hat. Und das finde ich schon irgendwie krank. Also nein, ich bin noch nie fremdgegangen. Dann das nächste Gerücht, dass das Kind durch eine Vergewaltigung kam. Nein, ich wurde auch noch nicht vergewaltigt. Ja, dann das nächste Gerücht, dass ich Hartz-IV-Empfänger bin. Nein. Also ich bin selbstständig. Und ich verdiene so viel, dass ich niemals Hartz IV bekommen würde. Das würden die gar nicht erlauben oder so. Ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Also das würde überhaupt gar nicht gehen. Ja, dann das nächste Gerücht, dass ich mal in einem Kinderheim war. Nein, ich war auch nicht in einem Kinderheim. Wie kommt man denn auf solche Gedanken wirklich? Wenn man mir jetzt zum Beispiel zuschaut hier, und dann muss man sich ja einfach denken, oh, die war im Kinderheim. Oder? Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wie man auf solche Sachen kommt. Das nächste Gerücht, dass ich keine Ausbildung habe. Das stimmt. Ich habe keine Ausbildung. Das finde ich ist auch kein Gerücht. Ich meine, damit gehe ich auch offen um. Ist einfach so, dass ich keine Ausbildung habe. Dann das nächste Gerücht, und das kam auch so oft. Also nicht so oft, aber ich glaube, drei, vier Mal habe ich schon gelesen, dass ich Alkohol und Drogen genommen habe, während ich schwanger war. Also ich bin allgemein so ein Typ. Ich halte mich von Drogen komplett fern und auch bei Alkohol bin ich eher so, okay, mal am Geburtstag, wenn man irgendwie mit den Freunden ein bisschen quatscht und ein bisschen feiert, den Geburtstag eben, dass man da dann mal ein Schlückchen trinkt. Aber sonst halte ich mich so extrem von Alkohol fern. Und jetzt, wenn ich jetzt mal überlege, ich bin letztes Jahr im Juli schwanger geworden und habe 2 Wochen vorher, also Ende Juni, habe ich das letzte Mal was getrunken. Und das war auf der Hochzeit von meiner Schwester. Da habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken und davor nur an meinem Geburtstag im April. Also, ich bin wirklich überhaupt kein Alkoholtrinker. Erstens schmeckt es mir gar nicht. Und zweitens, ja, warum soll man Alkohol trinken? Man kann auch anders Spaß haben.
Also ich bin da überhaupt kein Alkoholmensch und Drogen habe ich noch nie angefasst. Ja, dann das nächste Gerücht, dass ich die Kleine nur für Klicks habe oder nur für Klicks schwanger geworden bin. Also für mich war von Anfang an klar, oder als ich schwanger war, war mir klar, okay, du machst einen YouTube-Kanal. Einfach nur, weil es mir mit meinem vorigen YouTube-Kanal einfach so viel Spaß gemacht hat und ich selber diese Videos auch für meine Zukunft haben möchte. Und deswegen habe ich damit angefangen mit YouTube, also mit diesem Kanal hier. Und gleichzeitig wollte ich aber auch ja so einen Teenie-Mama-Kanal haben, weil davon gibt es ja einfach nicht so viele, habe ich. Also ich kenne jetzt nicht so viele. Und ich fand das, glaube ich, ganz cool, so für Mädchen, die in meinem Alter sind, sich das anzuschauen oder eventuell auch einen Kinderwunsch haben. Mir schreiben so viele Leute, die in meinem Alter sind und einen Kinderwunsch haben. Und ich finde, da passt so ein Mama-Kanal ganz gut. Und ja, wegen Klicks ein Kind bekommen? Nein. Ich habe das Kind nicht wegen Klicks bekommen, sondern weil ich, seit ich 12 Jahre alt bin, einen extremen Kinderwunsch habe. Der kommt durch meine, nicht durch meine Zukunft, sondern meine Vergangenheit. Und ja, es war einfach von Anfang an klar, dass ich früh Kinder bekommen werde. Das wusste meine ganze Familie, dass ich auf jeden Fall einer der Ersten bin, die Kinder bekommt. Und nicht wegen Klicks. Dann das nächste Gerücht, dass ich extrem viele Kinderwagen besitze. Also, ich glaube, einige wissen, dass ich so ein richtiger Kinderwagen-Fanatiker bin. Nicht Kinderfanatiker, Kinderwagen-Fanatiker bin. Und ja, ich liebe Kinderwagen. Also, für einige ist es schon wieder so richtig so dumm, ja, aber andere sammeln Briefmarken, ich sammle Kinderwagen. Also bei den Kinderwagen ist es immer so, jeder Kinderwagen hat seine eigenen Vorteile. Ich habe jetzt 3 und ich finde, 3 Kinderwagen ist absolut nicht zu viel. Also ich kenne andere, die haben 10 oder so. Aus dem engen Freundeskreis. Die haben auf jeden Fall viel mehr Kinderwagen. Und auch das finde ich völlig in Ordnung, weil wenn man den Platz hat, wenn man das Geld hat und wenn man Spaß dran hat, warum denn einfach nicht? Also andere sammeln, wie gesagt, Autos zum Beispiel oder andere sammeln Briefmarken oder weiß der Geier, meine Schwester sammelt Schleichtiere. Es ist einfach jedem das Seine, sage ich immer. Jeder soll das machen, was einem glücklich macht. Klar, Kinderwagen sind sauteuer. Und dass ich jetzt 3 da unten stehen habe, die jeweils über 1000 Euro kosten, ist auch einfach teuer und kann ich auch verstehen. Aber mich macht das glücklich. Ich sehe in jedem Kinderwagen einfach das Positive, beziehungsweise hat jeder Kinderwagen einfach seine eigenen Vorteile. Zum Beispiel habe ich den Emma Junger. Den bin ich derzeit am Verkaufen, also den würde ich gerne abgeben, weil ich mir einen neuen Kinderwagen kaufen möchte. Einen anderen. Ich möchte mal wieder etwas anderes testen. So, und der Emma Junger ist einfach super für den Strand. Also den haben wir immer dabei, wenn wir am Strand sind. Wir wohnen hier eigentlich direkt nebenan und wir sind immer mit dem Emma Junge am Strand, weil er einfach so leicht durch den Sand kommt. Da braucht man überhaupt nicht sich anstrengen oder so. Der gleitet über den Sand, das ist so angenehm. Dann auch hier für den Wald. Wir haben direkt gegenüber einen Wald und der ist super, der Kinderwagen. Also der Emma Junge ist so genial. Das Kind merkt wirklich gar nichts. Kopfsteinpflaster, absolut kein Problem. Diese Federung ist einfach der Hammer. Dann auch die Sitzposition in der Wanne, dass man einfach die Wanne am Kopfteil so ein bisschen erhöhen kann. Warum saugt denn jetzt meine Nachbarin? Was fällt der ein? Ich hoffe, das stört irgendwie das Fenster. Das nehme ich auf. Aber sie muss natürlich saugen, wenn ich ein Video drehe. Liebe Grüße an dich, falls du meine Videos guckst. Ja, also das Kopfteil, was man eben erhöhen kann, ist beim Emma Junge auch richtig toll. Das mag die Kleine nämlich im Moment total gern. Und das hat so unser Jules zum Beispiel nicht. Der zweite Kinderwagen, den wir haben, ist nämlich ein Jules Geo 2. Und der ist auch der absolute Hammer. Den habe ich mir jetzt vor kurzem erst neu gekauft und der ist wirklich genial. Also der ist halt eher so für die Stadt. Ich habe auch noch Geländereifen für den und dann ist er auch gut im Gelände. Aber er ist eher so, wenn ich in die Stadt fahre oder wenn ich den Cybex, also unsere Babyschale, da drauf tun möchte, so als Travel System. Ist es wirklich auch richtig genial. Also wenn ich einkaufen bin oder so, dann nehme ich immer den. Zum Beispiel gestern, als wir auf dem Flohmarkt waren, habe ich einfach auch den mitgenommen und einfach die Babyschale oben rauf. Unsere Babyschale hat eine Liegeposition und dann ist es wirklich top. Und dann haben wir noch einen My Junior, den Vita Unique haben wir in komplett schwarz. Den habe ich euch auch mal auf Instagram gezeigt. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann habe ich das in den Highlights extra gespeichert. Dann könnt ihr da bei Instagram auf jeden Fall den Kinderwagen auch nochmal anschauen.
Und ich werde aber hier auf YouTube auch nochmal ein Video dazu machen, weil einfach so viele gefragt haben. Und genau, der ist einfach auch so, ja, auch so eher was für die Stadt. Der hat aber auch Maxi-Cosi-Adapter, also ich kann auch ein Travel-System daraus machen. Er hat auch diese Sitzposition in der Wanne. Also jeder Kinderwagen hat irgendwie seine Vorteile. Und deswegen sammle ich einfach viele Kinderwagen. Ja, dann ein Gerücht, was auch schon richtig oft kam oder was ich jetzt auch schon 3-4 Mal gelesen habe, dass ich vor Lia schon mal schwanger war und abgetrieben habe. Nein, ich war davor noch nicht schwanger. Und nein, ich habe vorhin auch schon gesagt, ich würde es mir zweimal überlegen, wenn ich abtreiben würde. Dann das nächste Gerücht, ich und meine Geschwister sind adoptiert. Nein. Also wenn man mich sieht und daneben steht mein Vater, dann sieht man 1:1, dass ich seine Tochter bin. Ja, dann ein nächstes Gerücht, was ich so absurd finde, dass ich wirklich gestern ein paar Minuten darüber nachdenken musste, wie krank einige Zuschauer sind. Oder einfach, warum man sowas denkt. Das Gerücht heißt, ich bin zu faul, die Kleine zu stillen. So, jetzt denkt mal selber kurz einmal nach. Was zeige ich euch denn immer auf Instagram? Wie ich die Kleine stille. Und zwar liebend gerne. Ich liebe es zu stillen. Sogar so doll liebe ich es, dass ich wirklich schon ans Langzeitstillen denken kann. Und ich überhaupt nicht zu faul bin. Wenn meine Tochter Hunger hat, dann werden die Brüste ausgepackt, egal wo ich bin. Ich habe die Kleine auch schon mitten auf dem Flohmarkt gestillt. Es ist mir scheißegal. Weil meine Tochter Hunger hat oder wenn meine Tochter Hunger hat, dann bekommt sie zu essen. Und ich liebe einfach diese Nähe. Ich liebe es, dass sie, ja, einfach dieses Gefühl einfach. Es ist einfach so schön und ich könnte mir das nicht vorstellen, ihr die Flasche jetzt zu geben. Ich habe so viel Milch schon abgepumpt und ist alles im Gefrierschrank eingefroren. Und ich könnte so oft die Flasche geben oder einfach auch mal die Milch dann mitnehmen und für unterwegs und ihr einfach die Flasche geben. Aber ich bringe es nicht übers Herz, ihr die Flasche zu geben. Ich möchte, dass sie weiter gestillt wird. Und warum ist man denn zu faul? Wie kann man denn überhaupt zu faul sein zum Stillen? Also ich meine, ich still doch immer, bei Instagram still ich immer. Also fast jeder Story stille ich. Ja. Und in ganz vielen Videos habe ich auch schon gestillt. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Wie kann man denn das denken, dass ich zu faul bin zum Stillen? Vor allem, warum ist man zu faul zum Stillen? Die Flasche geben dauert doch genauso lang. Also um die Zeit kann es nicht gehen. Ja, dann ein Gerücht, was wirklich, glaube ich, auch fast jedes zweite Mal kam, dass ich wieder schwanger bin. Ja, ich habe auch schon unter einigen Videos gelesen, dass ihr denkt, dass das nächste Kind nicht lang dauert und so. Und ich und Felix sind auch so am Grübeln, okay, wann wollen wir das denn und wann passt uns das? Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass der Kinderwunsch auf jeden Fall nicht beendet ist, das kann ich jetzt schon sagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich will jetzt nochmal schwanger werden. Und nein, ich bin auch nicht schwanger. Aber es ist halt so, dass ich spüre, okay, ein zweites Kind möchtest du auf jeden Fall. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt direkt loslegen werden. Weil ich, wie gesagt, einfach noch gar keine Lust darauf habe, wieder schwanger zu sein. Also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt wieder schwanger werden will. Klar, wenn es passiert, ich meine, wir verhüten im Moment ja nur mit Kondom, wenn es passiert, dann ist es so. Und dann bitte ich auch einfach darum, dass ihr das versteht, weil es auch eigentlich unsere Entscheidung ist. Also, dass ihr euch da wieder so einmischen müsst, das finde ich auch schon wieder fragwürdig. Aber wenn es passiert, dann ist es so, dann werden wir auch auf gar keinen Fall abtreiben. Das schon mal gesagt, aber richtig planen tun wir es nicht und wir verhüten ja im Moment auch. Also wir verhüten mit Kondom derzeit und warten eigentlich nur auf meine erste Periode, bis ich dann, oder meine zweite Periode, bis ich dann ein anderes Verhütungsmittel benutzen kann. Ja, also nein, ich bin nicht schwanger und wir wollen es auch in naher Zukunft nicht werden. Oh mein Gott, Leute. Also manchmal... Ich habe gerade was gelesen, ne? Dass die Kleine eine Krankheit hat und ihre Wangen deshalb geschwollen sind. Habt ihr schon mal was von Babyspeck gehört? Oh mein Gott. Leute, ich vergesse mich gleich. Dass du und Felix ein eigenes Haus bauen wollt, wo Lia dann aber im Garten schlafen muss. What the fuck? Leute, ich fasse das nicht mehr, ne? Ey, bin ich wirklich... Ey, ich glaube das nicht.
Wir bauen gerade eine Wohnung und das erste Zimmer, was fertig geworden ist, ist das Babyzimmer. Ja, dann das nächste Gerücht, das ich übertrieben habe mit Erstausstattung und allgemein so kaufen für Baby, kaufen fürs Baby. Also ja, ich muss wirklich sagen, ich habe von einigen Sachen wirklich viel zu viel gekauft und die haben wir teilweise noch gar nicht benutzt oder so. Klar, einige Sachen kann sie noch gar nicht benutzen, weil sie einfach noch viel zu klein ist. Aber so von den groben Sachen habe ich sehr gut eingekauft, muss ich sagen. Also Spucktücher habe ich zu wenig gekauft. Bodies haben wir viel zu wenig gekauft. Hosen wird es beim nächsten Kind ein bisschen weniger geben, weil die braucht man einfach nicht so oft wechseln. Also beziehungsweise spuckt sie die einfach nicht so oft voll wie Bodies. Und sonst habe ich eigentlich alles gekauft, was wir wirklich brauchen. Also ein bisschen zu viel Spielzeug, sage ich mal, aber die Zeit kommt ja auch noch. Das kann ich noch gar nicht sagen. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übertrieben habe, aber ich würde es beim nächsten Kind auf jeden Fall anders machen. Das kann ich sagen. Ja, dann das nächste Gerücht. Ich hatte einen Kaiserschnitt. Nein, ich habe doch sogar ein Bild auf Instagram hochgeladen, wo man meinen kompletten Bauch sieht. Da sollte man so eine Kaiserschnittnarbe schon deutlich sehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich einen Tag nach der Geburt dann entlassen worden wäre. Zwei Tage nach der Geburt. Nein, ich hatte keinen Kaiserschnitt. Ja, dann auch einer der meisten Gerüchte oder was ich jetzt ziemlich oft gelesen habe, dass ich Lia nur bekommen habe, um nicht arbeiten zu müssen. Dieses Kommentar oder dieses Gerücht kann ja nur jemand geschrieben haben, der mein letztes Video nicht gesehen hat. Nämlich hatte ich ja bereits einen festen Job, den ich angehen wollte. Und dann kam die Schwangerschaft dazwischen. Und deswegen macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Ja, dann das nächste Gerücht, dass mein Freund nur mit mir zusammen ist. Wegen Lia. Auch schwierig. Also bei uns ist es so, wir sind zusammen, seit wir 14 sind. Das heißt, wir sind jetzt 4,5 Jahre zusammen. Und wir haben so viel Scheiße wirklich erlebt. Wir haben so viel durchgemacht. Wir haben wirklich, Felix hatte einen sehr, sehr schlimmen Motorradunfall und war wochenlang weg. Also er war in verschiedenen Kliniken, er musste mehrfach operiert werden. Er war in Reha, er war wirklich so am Ende. Und ich war auch so am Ende, dass, also wir haben uns einfach mehrere Wochen nicht gesehen. Und klar, für einige ist es dann normal, ist dann so, ne? Und ich sag auch, okay, musste sein und ist auch so. Aber wir haben so viel Scheiße wirklich erlebt. Es ist so viel passiert in diesen 4,5 Jahren und wir sind immer noch zusammen. Und wir haben gar keinen Grund, uns irgendwie zu trennen. Also es läuft alles super. Und es würde gar keinen Sinn machen, wenn wir uns trennen. Und auch wenn wir jetzt uns trennen würden, dann würde ich nicht zusammenbleiben mit ihm, nur wegen dem Kind. Also ich möchte ja auch eine glückliche Familie sein. So, wisst ihr, was ich meine? Das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen schwer ausgedrückt. Also, nein. Felix ist nicht mit mir zusammen wegen dem Kind. Dann auch ein Gerücht, dass ich panische Angst vorm Zunehmen habe. Oder ganz oft kam auch, dass ich magersüchtig bin und so. Nein, ich bin nicht magersüchtig und nein, ich habe auch keine panische Angst zuzunehmen. Ich würde sogar gerne zunehmen, Leute. Ich würde gerne zunehmen. Ich habe mich heute Morgen gewogen und ich wiege einfach unglaublich wenig. Ich wiege jetzt 45 Kilo. Ich bin in die Schwangerschaft gestartet mit 44,6 und ich habe noch nichts an Sport gemacht. Ich nehme einfach durch Stillen anscheinend so viel ab, dass ich wirklich teilweise Angst habe, magersüchtig zu werden. Also es ist wirklich so, dass ich eher Angst vor dem Gegenteil habe. Ich habe Angst, weniger abzunehmen, mehr abzunehmen. Und ja, ich esse unglaublich viel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wir sind nicht so oft bei Mc's, aber wir sind schon oft bei Mc's damals gewesen. Jetzt durch die Schwangerschaft weniger und jetzt mag ich auch nicht mehr so gerne dahin gehen. Aber ich esse wirklich so viel und ich esse so viel Scheiße, sag ich mal. Also so viel Süßigkeiten und Burger und Pommes und gleich ernähre mich auch gesund. Aber ich esse wirklich so viel Dreck, wo man wirklich eigentlich denken müsste, die müsste aufgehen wie ein Hefekuchen. Die muss doch so dick werden. Aber ich nehme einfach nicht zu. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin schon, seit ich Baby bin, bin ich einfach schon so schlank. Und ich habe das einfach von meinem Vater. Mein Vater ist genauso wie ich. Der isst auch wie ein Tier. Der arbeitet den ganzen Tag. Er isst und isst und isst.
aber er nimmt einfach auch nicht zu, er nimmt auch einfach eher nur ab. Ja, dann geht es weiter damit, dass meine Eltern angeblich mich finanzieren, beziehungsweise auch die Baustelle finanzieren und so. Nein. Nein. Wie kommt man einfach da drauf? Also, ich habe heute schon so oft gesagt, dass wir das selber bezahlen. Und wenn meine Eltern so viel Geld hätten, dann würden die das für was anderes ausgeben. Dann das nächste Gerücht, dass ich nur mit Felix Sex hatte. Ja, ich hatte noch mit keinem anderen Mann Sex. Dann auch noch ein Gerücht, was ich jetzt auch schon öfters in den Kommentaren gelesen habe, dass Laika nicht der Hund von meinen Eltern ist, sondern mein Hund. Nein. Also Laika ist dieser kleine, süße Jack Russell Chihuahua, den ich euch immer auf Instagram zeige und auch manchmal in den Videos. Das ist die Hündin meiner Eltern. Und zwar haben die sich die Laika gekauft, als Oreo gestorben ist. Und ja, ich weiß nicht wieso. Meine Mutter hat einfach gesagt, sie hätte jetzt gerne wieder einen Hund. Und wir hatten ja damals schon Hunde. Und ich hatte ja damals auch meinen Felix. Und ja, sie hat einfach gesagt, sie möchte einen Hund. Und dann haben wir uns den angeschafft. Dann das nächste Gerücht, dass ich die Kleine dem Vater entziehe. Felix wohnt bei mir. Wie soll ich denn bitte dem Vater das Kind entziehen? Ja, und dann, glaube ich, das letzte Gerücht. Ich war niemals schwanger und ich habe Lia adoptiert. Nein. Ich habe doch Babybauchfotos hochgeladen auf Instagram, wo man meinen Bauch sieht. Und ich glaube, so kann man das nicht faken. Also, so krass kann man das nicht faken, glaube ich. Also, da hilft auch gar kein Bearbeitungsprogramm oder so, dass man das so faken kann. Also nein, ich war schwanger. Ich habe ein Kind aus mir rausgepresst. Und ich habe sogar ein Beweisvideo, was ihr aber niemals sehen werdet. Nicht mal zensiert. So, und jetzt war es auch. Ich glaube, ich habe so einige Gerüchte mal aus dem Weg geräumt. Es bringt bei den meisten Menschen ja eigentlich auch nichts, da irgendwas gegen zu sagen. Manche Leute haben sich diese Sachen einfach so in den Kopf gebrannt, dass sie das für immer glauben, egal was man dagegen sagt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!